Guten Abend, Kollege. Du überführst heute den FBZW 74061 von Basel-Badischer Bahnhof nach Frankfurt-Griesheim auf dem Abschnitt zwischen Basel-Bad und Freiburg. Rüste nun die 120/143-3 auf und stelle die richtigen Daten ein. Danach kannst du dich beim Fahrdienstleiter abfahrbereit melden. Hinweis: Da der ICE leider nicht im Voraus gekuppelt werden konnte, musst du zuerst STRG, SHIFT und C drücken. Die Tab-Taste ist tabu, außer es gibt den schriftlichen Befehl dazu. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Fahrt hier im Train Simulator 2020. Wir sind mal wieder unterwegs. Ich klicke mal hier die Message weg. Wir sind mal wieder unterwegs mit der Baureihe 120. Dahinter haben wir eine 101 und einen kaputten ICE3, der jetzt auch angekuppelt wurde. STRG-SHIFT-C wurde gedrückt. Das Ganze kontrollieren wir. Ja, der ganze Zug ist angekuppelt. Und dann wollen wir die Lok mal aufrüsten. Die Batterie schalten wir ein. Die Luft ist ja noch da. So, dann nehmen wir den ersten Stromabnehmer. Dann heben wir den. Der hat angelegt. Perfekt. Hauptschalter. So. Dann lösen wir noch die Bremse. Perfekt. Jetzt gucken wir noch, ob die dann auch anlegen, die Bremsen. Wir können in der Zwischenzeit mal PZB einschalten. Die LZB einschalten. Und die SIFA einschalten. So. Und dann legen wir mal die Bremse an. Okay, die legt auch im Bremszylinder an. Das ist gut. So, jetzt kontrollieren wir nochmal die Zusatzbremse, dass die auch anlegt. Genau. Rein theoretisch müssten wir das jetzt hier nicht machen, weil die Lok ist ja schon hier an den Zug dran gefahren. Das Licht machen wir noch an. Aber ich dachte mir, das ist vielleicht ein kleines, nettes Ding. Dann sind wir soweit vorbereitet. Der Hauptschalter ist an. Die ganzen Sicherungssysteme sind an. Richtungswender nach W. Und damit ist unser Zug dann fahrbereit. Ja, das Szenario ist so ein teilfiktives Szenario. An sich ist der Zug nie an dieser Strecke unterwegs gewesen. Also den FBZW 74061 gab es nicht. Es gab aber so eine Konstellation schon einmal, die fuhr damals über Düsseldorf. Da habe ich euch in der Videobeschreibung mal das Bild von bahnbilder.de reingetan. Davor hing nicht die 120/143-3, die habe ich mir dazu gedichtet. Beziehungsweise derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass diese Lok davor hängt, der wird wissen, dass er gemeint ist. Melden wir uns erstmal fertig. Abend, Basel-Bad, Fahrdienstleiter. Guten Abend, ich wollte nur mal eben den 74061 fertig melden. Ich bin dann fahrbereit. 74061, wo stehst du denn? Was ist das hier? Gleis 73. Gleis 73 stehe ich direkt neben der ICE-Halle. Ah ja, diese Überführungsfahrt, ich weiß Bescheid. Ja, genau die. Nachdem die erste Lok ja jetzt abgeschissen ist und ich jetzt hier mit der 20er jetzt noch vorgespannt habe, soll ich den Zug jetzt irgendwann endlich mal nach Frankfurt bringen, ne? Ja, genau. Warte mal kurz, du fährst Altbau, ne? Ja. Ja, dauert noch kurz, der ICE geht noch raus, ne? Und dann kannst du direkt hinterher. Alles klar, dann weiß ich Bescheid und dann wünsche ich dir noch eine ruhige Geschichte, ne? Jo, dir auch. So, damit ist der Zug fertig gemeldet. Jetzt hieß es noch kurz, der ICE muss noch vor. Den hört man jetzt so ein bisschen seine Türen schließen. Er ist ein bisschen
eigentlich da hinten. Den sieht man von hier aus gar nicht. Aber man kennt ja den Train Simulator. Der ist da so, was die Soundkulisse angeht. Manchmal auch ein bisschen. Was? Der Zug steht 5 Kilometer weit entfernt. Ich höre ihn trotzdem. Also das ist TS ist TS. So. Was wir aber noch nicht gemacht haben. Wir haben noch nicht die Handbremse gelöst. Aber machen können. So, jetzt gucken wir nochmal raus. Der müsste jetzt gleich hinter dem ICE3 zum Vorschein kommen. Da ist er. So, das war der ICE 4. Also es ist ein ICE 1, aber von der Zugnummer, das war die Zugnummer 4. Jetzt so, Minute 5, so und so. Das ist kein ICE 4, das ist ein ICE 1. Ich freue mich schon auf die Kommentare. Nein. Aber ich freue mich tatsächlich doch auf Kommentare. Ich freue mich immer über Feedback, über Anmerkungen zu den Let's Plays. Weil nur so kann ich erkennen, was euch gefällt, was euch Spaß gemacht hat. Und ja. Jetzt warten wir kurz, dass das Signal hier auf Fahrt umspringt. Und dann werden wir uns hier auf den Weg machen in Basel. So. Und Signal ist umgesprungen. Dann lösen wir die Zusatzbremse und schalten Leistung auf. Und dann wollen wir den kaputten ICE jetzt endlich mal nach Frankfurt-Griesheim bringen. Nur die 120er gibt Leistung, die 101er bringt auch nichts auf die, die Waage. Also die bringt schon was auf die Waage. Wie sagt man das? Wie sagt man, wenn etwas keine Leistung mitbringt? Da gibt es auch so eine Redewendung für. Wenn etwas nichts wiegt, dann sagt man, das bringt nichts auf die Waage. Wir könnten jetzt sagen, die Lok bringt nichts auf die Schienen von der Leistung her. Naja. Auf jeden Fall bringen wir den Zug dann jetzt endlich mal in Richtung Frankfurt-Griesheim. AfB, nicht die AfD. Da kam gerade zweimal ein TB0 schließen. So. Jetzt beschleunigen wir mal auf 100. Wird der ganze Zug über die letzte Weiche im Fahrweg sein. So, hier liegen schön die ETCS-Balisen. Und wir drehen die AFB aber runter auf 100. Das ist nämlich unsere Höchstgeschwindigkeit. So. Jetzt habe ich die E-Bremse so ein bisschen ausgeklinkt, weil wir werden die E-Bremse bei dieser Fahrt einen Großteil eigentlich nicht benutzen.
Weil das Problem ist, wenn ich jetzt natürlich die E-Bremse benutze, dann bremst nur die 120. Ist aber ein Problem, weil die 101 und der komplette ICE von hinten drücken würden. Deswegen legen wir nur pneumatisch an. Alles andere würde, ich glaube, Zerrungen und so im Zugverband hervorrufen. Und das wollen wir ein bisschen, also Zerrung nicht, weil Zerren wäre ja, wenn wir... Ihr wisst, was ich meine. Aber Stauchung? Nein, auch keine Stauchung. Ich bin gerade, was die Wortfindung angeht, nicht ganz so auf der Höhe. So. Aber auch für die, die es interessiert, das Szenario findet ihr mal wieder. Die Fahr ausgeschaltet. Nein, ich wollte eigentlich nicht die PZB ausschalten. Ich wollte nur die SIFA kurz ausschalten, um mal eine Vorbeifahrt zum Beispiel hier so aus dem BW zu machen. Wollte ich mir nämlich mal aus der Perspektive angucken. Man sieht zwar jetzt nicht so viel. Aber sieht auch schon geil aus. So. Ja. Hat was. Ja. Halten wir die SIFA wieder ein. Gut, da fährt ein KLV runter in den Rangierbahnhof mit der 145. Das ist ja, nettes Betriebsgeschehen hier. Ja, wie gesagt, das Szenario gibt es wieder im Railsim-Forum zum Download. Ich werde jetzt mal auf meinem Discord-Server so ein bisschen den Channel Trainser Szenarios betreiben. Den hatte ich mir eigentlich seit Gründung des Discord-Servers angedacht, so nach dem Motto, komm, wir posten da, wenn ich ein Szenario hochlade, ein selbstgebautes, poste ich einen Dreizeiler, so als kleine Beschreibung, mit einem Bild und unter dem Bild dann Links zum Forum und zum Video, also zum Link zum Forum, zum Download-Eintrag und zum YouTube-Video. Da werden wir jetzt mal gucken, inwiefern das dann von euch angenommen wird, sage ich jetzt mal. So, da vorne blinkt es schon grün. Wir schalten mal die Leistung ab. Und da kommt ein Regionalexpress nach Basel, Badischer Bahnhof. Schön. Ja, wie gesagt, das ist mal wieder ein selbstgebautes Szenario. Das ist ja so meine kleine Liebe im TS, sage ich mal, irgendwelche Fahrpläne nachzubauen, Szenarios. Die sind, wenn man da schöne Ideen hat, ist das eigentlich recht schick, da irgendwas rumzubasteln. So, wir gehen jetzt mal mit der E-Bremse rein, mit der E-Bremse raus und nur mit der indirekten Bremse rein. Mit der durchgängigen. Und bremsen mal runter auf 60.
So. Und perfekt. So, Sie fahren. Und dann geht es hier in Efringenkirchen kurz in die Überholung. Überholung. Die Geschichte ist, so als Überführungszug hat man jetzt auch nicht großartige Priorität. Wenn der Fahrplan so gebucht wurde, kann das durchaus sein, dass hier in Efringenkirchen eine Standzeit schon mit eingebucht wurde, weil hier nochmal was überholt. Von dem her. So, links stehen hier zwei Loks abgestellt von der EBS. Dann bremsen wir mal gut ein. Gehen wir mal noch eine Stufe mehr rein. Rote Dreieck über. Holt uns sonst noch. Also die Bremskurve. Und wir halten mal ungefähr an dem grauen Kasten da vorne an. Halt. Gut. Dann lösen wir die Bremse und legen die Zusatzbremse an. Perfekt. Und jetzt stehen wir hier vor dem Signal 84 P1. So. Hinweis: Bitte wechsel an dieser Stelle mal ein-, zweimal in die Außenansicht. Aufgrund eines Bugs wird der überholende Güterzug sonst nicht angezeigt. Wenn der Güterzug durch ist, wird das Signal fehlerhaft auf KAS1 wechseln. Warte bitte ca. 30 Sekunden, danach wird das Signal auf Halt zurückfallen. Wenn das Signal dann erneut KAS1 zeigt, kannst du abfahren. Perfekt, das machen wir. Wir klicken die Nachricht weg. Und wir gehen mal in die Außenansicht. Gucken uns den Zug mal so ein bisschen an. Das wird ja immer mal wieder gefordert, ob man den Zug mal in der Außenansicht zeigen kann. Wir haben hier unsere schöne 120-143-3. Die 101-108-9. Unsere Züge schonen die Umwelt, Fahrziel Natur. Unsere Preise schonen ihren Geldbeutel. Genau die Lok hing auch in diesem Überführungszug von Düsseldorf. Dann haben wir hier einen ICE 3. Bei dem die Wagennummern irgendwie ein bisschen fehlen. Aber das ist leider Train Simulator. Hier ist zum Beispiel wieder eine Wagennummer dran. Da ist wieder eine ganz andere. Also, das kriegt man leider nicht ganz so flüssig hin, sag ich mal. Da ist der TS ein bisschen, sagen wir mal, inkompetent. So, hinten wurde der Zugschluss eingeschaltet. Das ist schön. Hier drüben stehen, wie gesagt, die zwei abgestellten Loks. Beide von der EBS. Ja. Nach Gleis 3 und zum Ortszentrum. Na komm, dann nehmen wir mal den Aufzug. Nein.
Was ich ja gerade vorgelesen hatte hier, das 84 P1, das 84 bedeutet, oder daran können wir erkennen, dass wir uns hier im Bereich eines ESTW befinden. P1 ist dann das Signal Paula 1. Also eigentlich P1, aber dieses internationale Buchstabenalphabet macht ja, glaube ich, aus P Paula. Ja, ich meine Paula. Gut. Dann warten wir mal darauf, dass wir hier an der Stelle mal ein bisschen überholt werden. Welche Perspektive ist denn schön dafür? Kabelschächte. In Realität würde man, selbst wenn man jetzt TF-Fotos machen will, dann würde man das dann, wenn aus. Das wäre zu nah am Gleis. Und da kommen da auch schon. Also wir müssen uns beeilen, wenn wir ein schönes Bild machen wollen. So. Und. Ja. So, dann gehen wir mal hoch. Setzen uns wieder hin. Und da ist der Güterzug durch. Und jetzt ist das Signal das erste Mal fehlerhaft auf KS1 umgeschaltet. Jetzt wird es dann gleich auf AP0 zurückfallen. Da ist es auf HP0 zurückgefallen. Und dann schaltet es jetzt ungefähr 20 Sekunden später dann gleich nochmal auf Fahrt. Genau. So, Zusatzbremse lösen und Leistung aufschalten. So, jetzt wird der ganze Zug sich bewegen. Und jetzt schalten wir Leistung drauf, dass wir uns hier ein bisschen schnell aus Efringkirchen verabschieden. Jetzt dürfen wir gleich dann mit dem ganzen Zug über die letzte Weiche sein. Perfekt. So, zwar kommen jetzt gleich eh die 80 in 250 Metern. Deswegen haben wir gar nicht mal so viel Leistung aufgeschaltet. Das Signal vor uns hat umgeschaltet. Und ab geht es in den Tunnel.
Ich muss auch sagen, ich finde diese Kulissen hier im TS auf Freiburg-Basel sehr, sehr schön. Also wenn man sich das mal so anguckt. Ist das eigentlich eine echt schöne Gegend hier? Oh, die schalten wir natürlich wieder ein. Und Servus. So, jetzt können wir vielleicht ein bisschen Leistung aufschalten. Ich glaube, wir rollen nämlich gerade auf 70 runter. Knapp 4,7 Kilometern dürfen wir dann nur noch 70 fahren. So, jetzt dürfen wir gleich 90. Das müsste ungefähr am darauffolgenden Hektometerschild sein. Ja, ungefähr. So, jetzt zieht der Zug auch wieder hoch auf 90. Da werden wir auch mal ein bisschen drauf hoch beschleunigen. Perfekt. Ich meine, wir haben zwar nur noch 2,5 Kilometer bis zu den 70. Aber ja. Und da kommt die 187 als Triebfahrzeugfahrt. Die macht sich auf den Weg nach Basel. Die will dann einen einzelnen Güterzug bespannen. So, da ist die Ankündigung für 70. Dann schalten wir die Leistung ab. Und bremsen natürlich wieder nur pneumatisch. Fangen ein bisschen früher an. So. 800. Und wir sind bei 700 angekommen. Ja, bei 70, nicht bei 700. So. So, jetzt geht es mit 70 in die Kurve von Rheinweiler. Das war ein Eisenbahnunfall, wo eine 103 mit eingeschalteter AFB. Ja, die 103 hatten damals eine AFB. Die hatten eine Automatik. Mit, ich glaube, 140 in die 75er Kurve gefahren ist. Dabei sind 25 Menschen gestorben.
Wir können das ja mal. Gut, so ausprobieren. Okay, Google. Lautstärke 100%. Okay, Google. Wann ereignete sich das Eisenbahnunfall von Rheinweiler? Laut Wikipedia, bei dem Eisenbahnunfall von Rheinweiler entgleiste der Schweiz-Express von Basel nach Kopenhagen am 21. Juli 1971 um 13.10 Uhr auf der Rheintalbahn vor der Einfahrt in den Bahnhof Rheinweiler. 25 Menschen starben, 121 wurden zum Teil schwer verletzt. Das gehört auf jeden Fall, zur Kategorie größere Eisenbahnunglücke. Mir ist kurz, nachdem ich den Satz für Google eingesprochen habe, gefallen, dass ich gesagt habe, wann ereignete sich das Unfall? Ich bin heute nicht so auf der Wortfindungsschiene. Dazu muss man aber auch sagen, dass ich erst seit einer Stunde wach bin. Das möchte ich hier vorweg anmerken. Ich nehme jetzt extra für euch nochmal um kurz vor 12 auf. Das macht jetzt auch einen schlechten Eindruck. Ja, ich bin erst seit einer Stunde wach. Es ist 11.55 Uhr. Aber ich habe noch relativ lange was am Computer gemacht an meinem freien Tag. Gleich muss ich noch arbeiten gehen. Das heißt, der Lokführer, der hier für euch Train Simulator Videos macht und jetzt gerade eine Stunde mit einer 120 von Basel nach Freiburg fährt in Baden-Württemberg, fährt gleich auch noch in Baden-Württemberg richtige Züge. Wenn das Video heute erscheint, werde ich... das Video hatte ich geplant für dann und dann. Dann werde ich gerade mit einer 147er vermutlich auf dem Weg nach Tübingen sein. Solltet ihr das Video nicht am Release-Tag gucken, dann bin ich vielleicht schon Lokführer in NRW. Oder vielleicht auch schon in Rente, weiß nicht. Weiß nicht, wie lange es YouTube geben wird. Kann ja sein, dass jemand das Video im Jahre 2067 sich anguckt. Weil da müsste ich, glaube ich, sogar immer noch arbeiten in 47 Jahren. Aber rein theoretisch, das Internet ermöglicht es, dass das Video für immer im Internet bleibt. So. Und Servus. So, jetzt kommen wir zur Einmündung in Schlingen. Signal Wiederholer. Auch schön, V-Ziel 100 km/h. Nein, du meinst eher 100, also 0. Du meinst 0. Wir schalten die E-Bremse natürlich wieder aus. Bremsen mit der Luft ein. So, dann gehen wir jetzt noch eine Stufe mehr rein. Weil wir jetzt ja bis runter auf 0 km/h bremsen müssen. Wollen wir die AFB nicht machen lassen. So, jetzt wollen wir erstmal, bis die Bremskurve auch auf 50 km/h dann runtergelaufen ist. Rollen hier in Schlingen einfach mal relativ weit vor. So,
ist bei mittlerweile 40. Ist ein bisschen doof. Ich glaube, dass die AfB... Also in Realität würde man einfach die... entweder ohne die AfB fahren oder ohne... Oder ohne... Komm, wir geben noch mal ein bisschen... Wir fahren jetzt einfach den Rest ohne AfB. In Realität würde man einfach die E-Bremse per LSS auslegen. Man würde auch die AfB in Kombination mit der LCB nicht andauernd auf die E-Bremse zugreifen. So. Hey komm, in Realität kann ich viel weiter an so ein Signal ranfahren. So. Und jetzt legen wir die Zusatzbremse an. Gut. Wir stehen in Schlingen in der Überholung. Und jetzt müssen wir erstmal ein bisschen abwarten, dass wir hier eine Überholung bekommen. Beziehungsweise eine Kreuzung. Überholung wäre ein bisschen doof, wenn uns gerade hier auf dem Gleis ein Zug entgegenkam. Aber da kommt auch schon der ICE. Der mal an uns vorbei soll. Und jetzt müsste dann das Signal, denke ich mal, gleich auch schon wieder auf grün wechseln. Perfekt. So. Oh, den scheint es ins Gegengleis verschlagen zu haben. Da vorne kommt die... Vorne kommt eine SBB Cargo Vectron. Na, wer bist du denn? Ah, die Lok Olten. So. Theoretisch müssen wir trotzdem weiter mit AfB fahren. Können das eigentlich auch trotzdem nochmal machen. Wir beschleunigen jetzt mal ungefähr auf 100 hoch. Dann ziehen wir die Leistung wieder weg. Weil jetzt werden wir nicht mehr großartig unter 100 fahren, weswegen sich die AfB dann für uns, die wird uns dann nicht mehr in unsere Pläne, nicht die E-Bremse zu benutzen, wird sie uns nicht mehr reingrätschen. So, wir nutzen mal ungefähr 50 kN pro Fahrmotor. So. 80. Und 90. Dann ziehen wir es komplett zurück. Schalten die AfB ein. Gehen die AfB runter nach 100. Schalten die SIFA aus. Und gehen uns nochmal den Zug in der Vorbeifahrt angucken. Aber ich finde das eigentlich eine echt schöne Fahrt. So eine Überführung. Dann kommen wir jetzt durch einen meiner Lieblingsorte. Da können wir mal ein bisschen vorfliegen, dass wir uns dann noch, dass wir da noch genügend Zeit haben, uns zu postieren. Wir sind jetzt hier nämlich im wunderschönen Augen. Hier war eine richtig gute Spotting-Stelle, würde ich jetzt behaupten. Ich bin hier einmal spotten gewesen. Aber man erkennt es wieder, mit der alten Holzhütte ist durchaus real nachgestellt. Auch hier mit den Werkshallen. Ich bin bisher zweimal spotten gewesen. Einmal an dieser Stelle und einmal in... meine, das war noch Niedersachsen.
Das ist echt eine schöne Fuhre. Doch. Ich finde das cool. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dieser Fahrt haltet. Von diesem Szenario. Was euch gefällt. Was ihr euch vielleicht demnächst mal wünscht. Es wird demnächst mal wieder ein bisschen was Bundesbahnmäßiges geben. Das Szenario liegt jetzt schon seit über einem Jahr auf meiner Platte. Hatte immer mal wieder mich zur Weißglut gebracht. Hat sich dann jetzt aber endlich mal entschlossen, einwandfrei zu funktionieren. Und demnach kann man es dann jetzt endlich mal dann auch im Let's Play bringen. So, der nächste halt Mülheim. So, da kommt ein ICE. Ein bisschen langsam. Vielleicht hat er gerade ein bisschen Reserve, die er ein bisschen ausfahren will. Oder vielleicht ist das Signal in Mülheim auf Halt. Das weiß man alles nicht. Vielleicht geht es auch für den ins Gegengleis. Und alles. Das sind so Sachen, die man sich dann als Lokführer, man fährt an dem Zug vorbei und denkt so, er fährt ein bisschen langsam. Dann mache ich mir zumindest immer so meine Gedanken, was ist vielleicht beim Betriebsgeschehen alles so ein bisschen durcheinander oder ist da was nicht in Ordnung? Naja, naja. So, in 8 Kilometern dürfen wir 120 fahren. Das interessiert uns nicht, weil wir auf 100 begrenzt sind. Normalerweise würde man auch in den Zugdaten VMAX 100 eingeben. Dann könnten wir die AFB eh nicht schneller als 100 einstellen. Ich habe leider keine LZB-Ausbildung, aber ich behaupte jetzt mal, dass die AFB dann auch höhere Geschwindigkeiten als die eingestellte Höchstgeschwindigkeit nicht anzeigt. Habe leider keine LZB-Ausbildung. Das ist bei mir nicht vorgesehen gewesen und es war auch ehrlich gesagt nicht benötigt, weil ich nicht auf LZB-Strecken fahre. Ich glaube, das der längste Abschnitt, den ich auf LZB-Strecken fahre, sind so ein Kilometer, weil da halt noch ein LZB-Kabel liegt. Da werde ich aber nicht aufgenommen und also was. Von dem her. Das ist dann nämlich die Einfädelung in Zuffenhausen. Da liegt ein bisschen LZB von der Schnellfahrstrecke. So, da kommt der Baden-Kurier. Der 2262. Der wird jetzt gleich noch in Mülheim halten. Und da ein bisschen Fahrgastwechsel machen. Der hält nämlich in Bad Krozingen und in Mülheim. Und ich glaube, in der Gegenrichtung hält er sogar in Weil am Rhein. So, dann geht es hier durch. Ich glaube, es müsste Bugingen sein. Oder könnte Bugingen sein. Wo sind wir?
Wir sind gerade durch Bugingen. Natürlich. Das heißt, wir haben es echt nicht mehr weit bis zu unserem Ziel in Freiburg. Wir sind jetzt aber auch schon wieder gut eine gute Dreiviertelstunde am Fahren. So lang ist Freiburg-Basel ja nicht. Das wird echt witzig, weil ich habe hier auf der Strecke ja auch noch ein PBZ-Szenario im Bau. Mit der guten alten 181. Und da fährt man ja auch nur 100. Da fährt man aber immerhin durch den Katzenbergtunnel mit 100. Weil Platz ist. So. Da war eine Rola. Eine rollende Landstraße. So, jetzt müssten wir... Jetzt kommt nämlich wieder ein Bahnhof. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist das dann jetzt... Ettersheim? Meine, das müsste jetzt Heitersheim sein. Ja, da geht die Kurve nach links weg, das ist Heitersheim. Ja. Heitersheim. Dann kommt, glaube ich, noch Bad Krozingen, Schallstadt, Ebringen, Freiburg-St.-Georgen und Freiburg Hauptbahnhof. Und Servus. So, mit 120 hier in die Kurve. Generell, man merkt vielleicht, ich mag Freiburg-Basel eigentlich sehr, sehr gerne als Strecke. Ich habe hier ja auch den CNL472 umgesetzt gehabt mit der 103 und der MRCE Taurus. Das war auch ein sehr, sehr schönes Szenario eigentlich. Generell, ich mag die 103. Vor allem die 103-113-7. Ist meine Lieblingslokomotive. Generell habe ich so ein paar Loks, also so, man fragt mich immer nach meinen Lieblingsbaureihen, aber die kann ich gar nicht so richtig benennen. Bei mir sind es dann eher Lieblingslokomotiven, also so die wirkliche Königin der Schienen bei mir, das ist 103-113-7, Platz 2 streiten sich die 111-111-1. 111er, weil es meine Ausbildungsbaureihe ist. 111-111-1, weil sie einfach eine richtig geile Nummer hat. 111-111-1. Die habe ich auch mal in Wuppertal fotografiert. Hängt sogar ein schönes kleines Foto bei mir im Zimmer. Ja, aber der Platz, den Platz streitet sich 111-111-1 mit 147-001. Irgendwie, ich habe die 147 sehr, sehr lieb gewonnen, als meine Lok, mit der ich am häufigsten mittlerweile echt unterwegs bin. Ist halt einfach... eine schöne Lok in meinen Augen. Viele mögen dieses Stromkastendesign irgendwie nicht. Ich mochte es anfangs auch nicht. Ich konnte die 47er am Anfang auch überhaupt nicht leiden. Mittlerweile bin ich aber echt ein Freund von ihr geworden. Muss echt sagen, technisch sowie Design,
preistechnisch ein durchaus rundes Paket. So, herzlich willkommen Bad Krozingen. Erkennbar hier rechts am Bahnsteig für die SWEG Tallinn 2. Aber dieses mit 100 hier langtuckern, in Realität ist das auch, man hält einfach die Geschwindigkeit. Ich muss aber sagen, in Realität vergeht die Zeit beim Fahren schneller als beim TS. Einfach hier im TS, ich gucke auf den Bildschirm. Ich meine, ich liebe den TS. Keine Frage, ich liebe auch das Fahren im TS. Aber in der Realität fließt durch einen immer so ein bisschen der Geschwindigkeitsrausch. Weil, oder ich weiß gar nicht, viele Kollegen sagen mir, dass das bei denen gar nicht so richtig ist. Die haben dann aber auch meistens einen Führerschein. Ich muss ja mal anmerken, ich bin überhaupt kein Auto-Fan. Auto ist für mich ein Nutzobjekt. Wenn ich es mal brauche, dann mache ich auch den Führerschein. Der wird dieses Jahr da vermutlich bei mir dann doch mal benötigt, sodass ich ihn mal machen werde. Und für mich so dieses 160 fahren, teilweise ohne Führerschein. Ja genau, ich fahre einfach Züge ohne Führerschein. Nein, ich habe ja den Triebfahrzeugführerschein, aber ich habe halt keinen Kraftfahrzeugführerschein. Deswegen ist das für mich vielleicht immer ein bisschen aufregender als für Kollegen, die schon mit 200 über die Autobahn gekachelt sind. Sehen wir alle? Nein, leider nicht. Da stehen zwei Züge, die nicht wirklich abfahren wollen. Naja, naja. So. Aber das ist so gesagt die Reserve, sagen wir mal. Wenn jetzt nämlich einer noch langsamer hier durch die Gegend kutschen würde oder vielleicht mal eine Zwangsbremsung bekommen würde, dann will man ja nicht, dass er durch die Gegend fährt immer noch und ihm einfach nichts mehr entgegenkommt, nur weil er vielleicht 5 Minuten Verspätung hat. Also man muss immer so ein bisschen mehr noch mit einberechnen. Ich scheine die Gegend hier zu wecken, weil bei allen Gebäuden wie das Licht angeht. So, das müsste jetzt Schallstadt sein. So, jetzt geht es hier um die Kurve. Und dann sind wir auch an der Einfädelung. Und Servus. Die DB auch noch mit einem schönen KLV. So, das müsste jetzt Ebringen sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Ebringen. So ein bisschen streckenkundig bin ich dann doch schon hier, das muss man mal anmerken. Ist dann doch manchmal ganz nett. Bin hier ab und zu auch einfach mal so ein bisschen im Free Roam unterwegs.
So, jetzt geht's hier um die Kurve. Und dann sind wir auch gleich in Freiburg. So, 213,6. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Kilometer sind es noch? Ich glaube 5 oder 6, oder? Ja, 5 Kilometer, 5,3 Kilometer. Dann sind wir auch schon am Ziel. So, das ist jetzt Freiburg St. Georgen. Ich glaube, Freiburg hat so 6 oder 7 oder 8 Halte innerhalb. Also die mit Freiburg irgendwie anfangen. Freiburg, Freiburg, St. Georgen. Dann gibt es noch... Oh, wie heißen die? St. Hedern oder sowas? Also da sind einige. Muss ich gerade mal überlegen. Freiburg Hauptbahnhof. Freiburg, St. Georgen. Dann gibt es Freiburg Klinikum, Freiburg Messe Universität, West, Herdern, Landwasser, Littenweiler, St. Georgen, Viere und Zähringen. Und die gibt es jetzt alle. Die hatte ich jetzt nicht alle im Kopf. Ich habe kurz ein bisschen geschummelt und die Liste der Halte in Freiburg mal kurz aufgerufen. Beziehungsweise mir alle Halte auflisten lassen von einem Programm. So. Hallo 120. Auch du wirst wieder uninteressant. So, und jetzt kommen wir zum BW Freiburg. Da sind ein paar Zügchen abgestellt. Nein, Scheinwischer will ich nicht. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Ah, 44. Dann müsste ja um 45 müsste ein RE nach Freiburg aufbrechen. Ah, da steht er auch. Abfahrbereit. So, und für uns geht es hier nochmal ein bisschen in die Überholung. Eine 146-1. Die sind ja auch ein bisschen unterwegs gewesen, glaube ich, mittlerweile sogar nur noch. Sind jetzt, glaube ich, alle weg seit dem Fahrplanwechsel. Aber das Szenario spielt ja noch vor Fahrplanwechsel. Es spielt ja noch im Jahre 2019. So, wir gucken mal, dass wir hier... ungefähr an dem Freiburg-Schild anhalten. Dann können wir uns hier nämlich mal dann beim Fahrdienst melden, fragen, wie lange wir hier stehen und uns unter Umständen einen Kaffee holen gehen. Gut, damit sind wir aber am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat diese kleine Überführung Spaß gemacht. Wenn ja, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Über Feedback und sowas freue ich mich immer. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder vom Let's Play Train Simulator 2020. Das Szenario ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich wünsche viel Spaß, bis dahin und bye bye!